für die nächste Partie zwischen William Hansel. Das war der Mann, der sehr, sehr selbstbewusst sagte, wir können hier auch Gold gewinnen in Peking gegen Wang Liqing. Die chinesischen Trainer haben sich da auch für eine neue Variante entschieden. Im ersten Duell der Chinesen gegen Griechenland bestritt Ma Lin das erste Einzel und Wang Hao das zweite. Wang Liqing kam erst im Doppel zum Einsatz. Heute also für das zweite Einzel gesetzt gegen William Hansel. Und der Australier liegt mit 4:0 inzwischen in Führung. Also bislang lässt er seinen markigen Worten durchaus Taten folgen. Für einen Vorhand-Topspin auf die offene Seite. Der passte nun wirklich fantastisch. Ball von Wang Liqing, dessen Nominierung für die Olympischen Spiele ja nicht unumstritten ist, angesichts seiner inzwischen auch schon 30 Jahre. Einige meinen, der Mann ist über den Zenit hinaus. Man hätte doch lieber den jungen Ma Long mitnehmen sollen, der außerdem ja in der Weltrangliste besser platziert ist. Nämlich auf 3, Wang Liqing auf 4. Liqing im Gegensatz zu Wang Hao mit dem klassischen Griff, dem Shakehand-Griff. Wieder so eine Topspin-Vorhand, die nicht zu erreichen ist. Aber der achte Punkt jetzt für William Hansel. Die Australier gestern mit einem 0:3 gegen Österreich und William Hansel verlor da sein erstes Spiel gegen Chen Weixing. Der hatte so viel Spin, der huschte am Leger. Schläger von William Hansel vorbei. Aber er führt nach wie vor mit 9:5. Das wäre natürlich eine kleine Sensation, wenn der Australier hier den ersten Satz gegen Wang Liqing gewinnen würde. Und danach sieht's aus. Der 10. Punkt. Für den Mann aus Adelaide. Springt von der Netzkante zurück der Ball. Aber erfahrungsgemäß, solche Bälle, die gleichen sich dann während eines Matches immer mal aus.
ob nun Tischkante oder Netzkante, in dem Fall das bessere Ende des Ballwechsels für den Chinesen. Der Ball im Netz! 11:6 gewinnt William Hensel den ersten Satz. Gegen Wang Li-Chin, das schon eine Überraschung. Also da hat er sich mit seinen kernigen Aussagen ordentlich motiviert. Und sowas sehen sie natürlich gar nicht gern. Wenn man gegen einen absoluten Außenseiter gleich im ersten Satz so schlecht aussieht. Wang Li-Chin ja lange einer, der fast teilnahmslos dem Spiel beigewohnt hat, egal ob er sensationelle Bälle für ihn selbst gewonnen hatte oder ob es gar nicht gut lief, kaum Emotionen. Den ersten Jahren in der Nationalmannschaft eher schüchtern. Da gab es sowas wie jetzt gerade eben, so eine kleine Bäckerfaust, nie zu sehen. Er hat selbst mit seinen Teamkameraden keine Gespräche geführt, ein kurzes Hallo, Ni Hao, ja bitte, nein, danke, tschüss. Das war alles, was man von Wang Li-Chin zu hören bekam. Inzwischen ist er auch da gereift. Einer, der nicht wirklich so spektakulär spielt, aber meist mit einer derartigen Perfektion, dass es für Gegner oft einfach scheint, gegen ihn anzutreten. Sie aber schnell merken, dass einfach so wenige Fehler produziert werden, dass er am Ende meist die Oberhand behält. Dennoch wieder 4:1 Führung für William Hensel. An der Tischkante, auch der Ball. 5:1 liegt er jetzt vorn. Also das wäre nicht, ich sag jetzt mal, das wäre nicht nur eine Überraschung, das wäre eine Sensation, wenn William Hensel hier Wang Li-Chin von der Platte fegt. Der 6. Punkt. Ungewöhnlich viele Fehler jetzt in dieser Phase von Wang Li-Chin. Der 7. Punkt für den Australier. Und angefeuert von den Zuschauern immer wieder mit einem Wang Jiao, mit einem Wang, komm jetzt. Und der 2. Punkt in Folge jetzt für ihn. Ist er zurück im Spiel? Es scheint so. Er hat auch im Vorfeld der Olympischen Spiele hier von Peking auf dem Rampenlicht gestanden. Das ist der Wang Li-Chin,
des Jahres 2008. Das nagt natürlich jetzt an den Nerven bei William Hensel. Hensel natürlich. Fantastischer Ballwechsel von beiden. Und jetzt sehen wir die ganze Klasse von Wang Lichin. 3-4 Meter hinter dem Tisch. Mit solchen präzisen Topspin-Schlägen. Und dann der zu lange Ball des Australiers. Und er ist dran. Langem mal wieder ein Punkt für William Hensel. Den 26-Jährigen. Für den es die zweiten Olympischen Spiele sind nach Athen. Der Ausgleich, da hat er sich herangekämpft. Nach dem 1-7 jetzt auf das 8-8. Zu lang. Der Vorteil wieder beim Australier. Kaum zu glauben. 10-8. Da kämpft er sich heran auf ein 8-8. Und jetzt doch. Zwei Satzbälle für William Hensel. Den ersten abgewehrt. Und auf den zweiten. Jetzt natürlich der psychologische Vorteil eindeutig auf der Seite des Chinesen. Aber kann William Hensel nochmal wie eben gerade davon ziehen? Der Ball auf der Platte! Und er holt ihn zurück! Was für ein Ballwechsel! Die Halle steht Kopf! Mit Ballonabwehr, fast am Ende der Box. Und dann mit der Rückhand, kurz übers Netz. Völlig überraschend. Weltklasse gespielt. Und die Möglichkeit für ihn, diesen Satz doch noch für sich zu entscheiden. Und das macht er. Grandioses Tischtennis von Wang Lichin. Und dann sehen Sie mal den chinesischen Trainer. Jeder Trainer einer anderen Nation wird dir jetzt mit einem dicken Grinsen im Gesicht mal kurz abklatschen. Wir werden ganz nüchtern die Fehler analysiert. Wang Lichin zurück im Spiel. Ausgleich nach Sätzen. Nach diesem turbulenten, verrückten zweiten Satz. 1-1.
lief ja in den letzten Monaten für ihn nicht wirklich gut. Hat seit dem WM-Titel 2007 kein Turnier mehr gewonnen. Wenn man alle zusammen zählt, gegen 8 Europäer verloren, darunter auch gegen Dmitri Ovtcharov. Aber der deutsche Sportdirektor Dirk Schimmel-Pfennlich meinte vor dem olympischen Turnier, er hat sein Spiel umgestellt, setzt jetzt viel mehr auf die Rückhand ein. Und auch bei der WM 2007 sah er gut aus, obwohl er in den Monaten davor keine gute Phase hatte. Wang Li-Chin, so ein bisschen was wie die Wundertüte. Der Mann kann es sicherlich ins Finale schaffen, auch im Einzel. Aber es kann eben auch mal komplett schief laufen. Da verliert er den ersten Satz gegen William Hensel. Liegt im zweiten Satz mit 1-7 zurück, mit 8-10 zurück und entscheidet ihn dann noch für sich. Respekt, Herr Wang. Hensel wieder dran. Die Chinesen haben natürlich im Vorfeld dieser Olympischen Spiele besonders beim Tischtennis nichts dem Zufall überlassen. Gut 6 Monate dauerte die Vorbereitung auf das Olympische Turnier. Die chinesische Liga hat ausgesetzt, spielt erst nach Olympia weiter. Natürlich in einem so zentralistisch geführten Land wie China viel einfacher möglich als zum Beispiel in Deutschland. Die Spieler, wie so oft vor großen Turnieren, völlig abgeschirmt, keine Möglichkeit mit ihnen in Kontakt zu treten. Auch für uns nicht. Und sie haben in den letzten Wochen der Vorbereitung des Öfters Spiele simuliert. Das es einige Doppelgänger von Timo Boll zum Beispiel in China gibt, ist ja kein Geheimnis. Aber auch was die anderen Spieler Deutschlands oder anderer Nationen wie zum Beispiel Korea angeht, gibt es Spieler, die jeden einzelnen Akteur imitieren können. Genau solche Turniere hat man mit dem Olympiamodus ausgetragen. Es werden für die chinesischen Spieler wahrscheinlich härtere Spiele gewesen sein als die, die sie vielleicht hier dann im Wettkampf haben müssen. Wir hoffen natürlich, dass es nicht
auf das deutsche Spiel zutrifft. Die deutsche Mannschaft ja in der Setzliste an 2. Was bedeutet, dass sie, wenn sie heute den Sprung schaffen sollten, ins Halbfinale dort nicht auf die Chinesen treffen können, sondern frühestens dann im Finale. Wenngleich dort im Halbfinale natürlich namhafte Tischtennisnationen warten. Noch nicht ganz klar, wer den Sprung schafft, aber es könnte dann Korea sein, es könnte Singapur nicht sein, weil die hat man ja jetzt in der Gruppe, aber zum Beispiel Hongkong. Aber einen Schritt nach dem anderen. Heute erst einmal gegen Singapur den entscheidenden einen Satz gewinnen. Entschuldigung, nicht in einem Satz, sondern das eine Match. Dann sollte der Weg frei sein Richtung Halbfinale. Zurück zum Spiel, zum dritten Satz zwischen William Hansel und Wang Li-Chin. Und der Chinese beim Stand von 9:9 holt er den Punkt 10:9. Und die Möglichkeit, den Satz für dich zu entscheiden. Und das macht er. Wie er diesen hartgeschlagenen Vorhand-Topspin von Hansel noch holt und selber offensiv agieren kann. Klasse Spiel. Da. Kurzer Schritt nach draußen. Den hatte Hansel wahrscheinlich schon als gewonnen abgebucht. Und damit, also standesgemäß inzwischen, zieht er an dem Australier vorbei, was den Gewinn der Sätze betrifft. 2:1 Satzführung für den 30-jährigen Chinesen. In Sydney 2000, Olympiasieger im Doppel. Allerdings der Chinese im Einzel lange, oft sehr nervenschwach. In Athen reichte es in Anführungsstrichen auch nur für Bronze. Aber seitdem hat er sich weiterentwickelt. Der Mann ist dreimal Einzelweltmeister. Vierter Satz zwischen Wang Li-Chin und ihm, William Hansel, dem Australier. Den man ja auch als halben Europäer bezeichnen kann. Mit 14 Jahren ging es für ihn von Australien nach Schweden. Um dort seine Tischtenniskarriere voranzutreiben. War natürlich nicht ganz einfach in diesem Alter, so weit weg von zu Hause zu sein. 2006 ging es dann nach Deutschland. Und in diesem Jahr zurück nach Australien. Top. 5:1 inzwischen. Nein, Entschuldigung, der zweite Punkt
für Wang Li-Chin, der wieder zurückliegt. Scheint wohl eine besondere Motivation für ihn am heutigen Tag zu sein. Rückstände aufholen zu müssen, um dann noch am Gegner mit Punkten vorbeizuziehen. Chinesische Bank mit Marlin, der dann im Doppel gemeinsam mit Wang antreten wird. Den ganzen Körper, seine ganzen Hebel, seine ganze Wucht mit hineingelegt. Dennoch hält William Hensel gegen. Führt mit 7:5 in diesem vierten Satz. Wäre natürlich eine tolle Sache für ihn, hier einen fünften Satz gegen den mehrfachen Weltmeister zu erzwingen. Zu lang der Topspin. Drei Punkte ist er davon noch entfernt. Und jetzt nur noch 2. 6:9. Legt Wang Li-Chin hinten. Und die Bilder, sie gleichen sich. Das scheint ja fast aussichtslos. Hinten zu liegen. Und dann kämpft er sich wieder ran. Auszeit genommen von den Australiern. Klar, nach 2 gewonnenen Punkten für den Chinesen will man dessen Fluss ein wenig stören. Die Chinesen im dritten und letzten Gruppenspiel heute Abend, dann gegen Österreich. Und auch den Punkt holt er. Schafft wieder den Ausgleich. Ist wieder dran. Der nächste Punkt. Ein Satzball für ihn. Oder der Matchball für den Chinesen. Es ist der Matchball. Und den ersten, den verwandelt er mit diesem Vorhand-Flip
auf die linkere Tischseite. Also, das ging sehr, sehr stockend los, was Wang Lijin da gezeigt hat. Mit dem Verlust des Satzes gegen William Hensel und dann diesem verrückten, spektakulären zweiten Satz mit diesem atemberaubenden Ballwechsel, den Wang Lijin für sich entscheiden konnte. Damit also 3:1 das Ergebnis und die Führung für die Chinesen nach Matches mit